Um Gottes Willen, was war das? I have faith you can hear me. It's going crazy out there. The outside of the cube is coming away in big chunks. It's incredible. You're doing really, really great. No word on talking to your wife yet, but it'll happen very soon. Don't worry. Other than that, no news on my end. But I figure talking to you is therapeutic. Especially for me, actually. What I said before about how being alone out here can mess with you. It's messed with me too. I can't talk to Mission Control about it, or they'd cut me short. I figure, with your radio out, you can keep a secret. 15 days ago, I was on a spacewalk on the outside of the station. I was replacing one of the old communication antennas. The sun was disappearing over the western edge of the Earth behind me. And it gets so quiet out there, so dark. Sometimes you can't be sure you're there at all. I finish the job. I start to move away. And I hear this voice. Only it's my voice. Not in my mouth. Not in my head, but outside, next to my ear. It's the only way I can explain it. And the voice, it said, God is dead. And it scared the hell out of me. I grabbed my tether and pulled myself back into the airlock and shut the door. I know it's just my brain keeping itself busy. And that's why we do isolation tests before we go out. But Christ. I'm orbiting out of range. I'm sorry. Keep going. Please keep going. Okay. Also sie war gerade außerhalb der Station und hat da irgendwas repariert. Und irgendeine Stimme meinte dann zu ihr, dass Gott tot ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ich habe irgendein Wort gerade verwechselt. Aber ich meine, sie hat gesagt, God is dead. Ja, ist ja wunderbar, aber ist das jetzt wirklich alles nur erfunden? Weil irgendwie glaube ich ihr mehr als dem Mann. Weil ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, wer er ist, was er macht. Und vor allem habt ihr das gesehen, als dieses blaue Ding da reingeflogen kam. Da sind doch die Blöcke sind doch auch so rumgeflogen. Also ich glaube schon, dass wir hier im All sind. Ich weiß ja nicht, was dieser andere Mann mir verklickert zu sagen, aber es ist ein bisschen creepy gerade. Und wieso will dieser Fahrstuhl eigentlich überhaupt nicht mehr enden? Ah. Oh ja, hier ist alles Schrott inzwischen. Ich denke, bald ist das Spiel schon vorbei. Da ist schon wieder so ein blauer Kreis. Hallo? Der rollt weg. Na warte, ich krieg dich. Wow, 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 wow. Was machst du denn? Ein Seil. Ich verstehe, diese Seile können die Dinger mit Elektrizität... Oh nein. Oh Gott, was ist denn hier passiert, Leute? Hui! Scheiße. Ist der Ball hier reingerollt? Was mache ich hier? Oh, ich komme hier nicht runter. Was passiert hier? Ich habe ein bisschen Angst. Alter, was ist denn hier passiert?
Nein. So, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Ach so, ja, das ist es, glaube ich. Nein, 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 nein. Jetzt, nein, 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 nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Komm schon. Mach doch. Wieso denn nicht? Ich, boah, bin grad, ach so, da hatten wir es doch gerade. Das, genau, das wollte ich erreichen. Nein. Ah. Ah. Komm ich da nicht auch irgendwie so hin? Meine Fresse, ey, das ist... Und jetzt, wieso? Wieso, was ist dein scheiß Problem, Seil, ne? Was ist dein scheiß Problem? Was ist dein verdammtes Problem, Seil? Wieso denn nicht? Also ich bin, glaube ich, gerade mir nicht überfordert. Also ich weiß nicht, was das Seil für ein Problem hat. Ah. Vielleicht so. Nee. Nö, das Seil hat keine Lust. Schön. Wollte ich doch Seil. Das ist bestimmt so scheißen einfach, ne? Ja! Nein! Ich bin, glaube ich, einfach nur zu doof gerade, ne? Mach, 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 spring doch! Wieso? Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Nein! Okay, das geht aber. Also das geht. Also vielleicht kann ich hier ein bisschen cheaty-cheaty, weil irgendwie check ich nicht, was dieses Seil für ein Problem hat. Okay, cheaty-cheaty geht doch nicht. Ja, es tut mir ja sehr leid für euch, Leute, dass ihr jetzt hier das Ende hier nicht sehen könnt oder so, aber ich weiß einfach nicht, was dieses Seil hier für ein scheiß Problem hat. Jetzt! Jetzt! Es hat das doch berührt. Sag mal. Jetzt werde ich aber zum Hulk hier gleich. Och, danke schön. Hui. Krass, ey. Alles simuliert hier. Das kann ich gerade irgendwie gar nichts machen. Aber was ist das denn hier? Hä? Ah. Cool. Dieselbe Chose nochmal, oder wie? Ah, da brauchen wir noch mehr Anschwung. Jawoll. Hui. Zack. Das hätten wir auch. Das Problem haben wir auch gelöst. Das auch. Und jetzt ist alles an. Supi. Nee, warte mal, das Ding ist noch aus. Jetzt.
Gut. Ja. Oh, da oben ist wieder... Seid ihr zum Geier? Da hängt auch so ein halber Ding. Ah! Ich verbiss mich lieber. Tschüss, das wird mir zu unheimlich. Boah, man kriegt schon wenig Gänsehaut, wenn man das hier so spielt. Vor allem, weil ich hier am Anfang so einen krassen Bug hatte. Ich habe mich die ganze Zeit im Kreis gedreht. Das konnte ich beheben, Freunde. Ja. Ah. Also jetzt wird es dann noch mal etwas komplizierter. Ja, das der Block bringt mir ja da viel. Der auch. Ach, jetzt ist das Teil aus. Ich werde beschissen. Komm, mach. Okay, das macht immer so eine Bewegung im Uhrzeigersinn. Fährt das nach da hinten? Und jetzt kommt es leider wieder zurück. Ach, scheiße. So. Wir haben es erfolgreich eingesperrt. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ja, das war ja klar. Gut. Gut, ich merke schon, das Spiel ist nicht... ja, das ist mir... Das ist ganz schön schwer, Freunde. Das sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist tierisch schwer. Jetzt habe ich gerade einen großen Fehler gemacht. Jetzt habe ich wieder einen großen Fehler gemacht. Das hängt jetzt da erstmal fest. Das ist doch schon mal gut. Fast. Opa, das musste ich jetzt mal kurz machen. Immer wenn das Ding da hinkommt, geht der scheiß gelbe Penner da aus. Schon wieder. Immer wenn das Ding da hinkommt. Boah, ist das ein Dreck. Was ist das denn hier? Ja, das bringt mir ja nichts.
alles Blödsinn, was ich hier mache. Ich lasse das Ding jetzt erstmal wieder weg. So, ciao. Jetzt hier gleich zurückkommt, wird es hier lang. So, da kann ich nichts gemacht. Ich muss das aktivieren. So, was macht's dann? Aktiviere ich das. So. Es ergibt alles keinen Sinn. Es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, wenn ich es anders als so mache. Dann fährt es hier lang. So, jetzt habe ich sie dazu gebracht, hier im Kreis zu fahren. Doch was bringt mir das zum Geier? Was bringt es mir denn? Oh, Freunde, ich sehe schon, das wird aufregend hier. Wenn jetzt dieses rote Ding da wäre, was ist da nicht? Und ich weiß noch nicht mal, wo die blaue Kugel hin muss. Oder muss sie da rein? Ich weiß ja nicht mal, wo die blaue Kugel hin muss. Ja, aber zu 100% sicher, dass die da hinten rein muss. Aber dazu muss ich sie hier irgendwie hinlenken. Und das zum Henker nochmal kriege ich nicht hin. So, jetzt ist er wieder da hinten. Dann mach ich mal so. Jetzt dreht sie sich ja wieder stundenlang im Kreis, was mir nichts bringt, weil dieses Ding nicht drei rausfahren kann. Okay, pass auf. Ich mache jetzt noch die Folge hier. Und wenn sie dann endlich vorbei ist, werde ich das Offscreen zu Ende machen. Denn, wie ihr vielleicht seht, komme ich nicht weiter. Weil hier einfach überhaupt nichts miteinander stimmt. In Einklang. Weil ich finde, diese Blöcke ergeben keinen Sinn. Das Ding hier, das macht es mir auch unnötig schwer. Ich hüpfe einfach noch ein bisschen rum, bis die Folge vorbei ist. Hui! Das bringt mir hier ja auch nichts. Es bringt mir einfach gar nichts. Oh, wow, jetzt hätte ich gerade ein bisschen gecheatet fast. So, das bringt mir... Ah, das kann ich doch nicht mal aktivieren, dankeschön. Oh mein Gott, bin ich doof. Ja, okay, jetzt vielleicht... Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja. Nein. Ach, Scheiße. Boah, also das war jetzt schon wieder ein... Wow. Alter. Wow. Das war gerade echt ein Rätsel der besonderen Art. Also da musste ich wieder... Oh nein. Was haben wir hier? Hier haben wir... Oh, du blöder Scheiße. Na jetzt, genau jetzt geht es wieder nicht. Sag mal...
verarschen? Willst du verarschen? Aha. Ja, es hat geklappt. Cool, ich habe einfach irgendwas gemacht. Ich bin doch nicht so doof, wie ich dachte. Cool. Alter. Da sind die Tinger. Die sind in solchen Glasbehältern gewesen, sind nur ausgebrochen oder sowas. Das ist echt crank hier gerade. Holy crank shit, ey. Holy Jesus. Ja, das war definitiv nicht richtig. So. Zack. Bam. So, ich wette mit dir, ich muss so machen. So. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Was mache ich ja eigentlich? Nein. Und jetzt ist es wieder draußen. Okay. Kleiner Augenblick. Ich brauche mal kurz eine kleine Pause. Ich... Gut. Ja, das war ein Fail. Tut mir leid. So. 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 Und das war jetzt ein Scheißfehler. Geht es da zurück? Dann wird es... So, jetzt. Drauf. So. Bam. Bam. Nein! Scheiße. Mein Fehler. Mein Fehler. Ey, man muss ja an so viel denken, Leute. Das ist echt Brainfuck, dieses Spiel. So. 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 So, jetzt habe ich sie wenigstens schon mal in so einem Viereck eingesperrt. So, jetzt habe ich es aber. Holy. Holy moly. Das war auch wieder nicht einfach. Listen to me. The whole thing is bullshit. I can see on your camera. Look around you. You really think this is an alien craft? The colors, the symbols, they're all human. They're all things you can understand and solve. It's all part of it. And you think the cube is really falling to pieces? The hanging wires, the holes in the wall, none of them lead you anywhere. They don't want you to go. You need to lose your faith. Okay, also er sagt mir, die wollen nicht, dass ich gehe und das ist alles von Menschen eigentlich gemacht. Was zum Kuckuck kommt denn jetzt noch? Ich will nicht mehr. Heiliger Scheiße. Verarschen, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, nein, nein. Alter. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Das tut man, naja, nee, das tut meinen Augen ganz und gar nicht gut. Tschüss. Ciao.